Ja, fast wie vom Winde verweht. Hier weht es ganz schön. Auf dem Autohof in Zorbau sind wir vom Simson-Treffen in Zorbau zum Autotreffen nach Zorbau gefahren. Und hier natürlich schon mal ein erstes Schätzchen in der Reihe. Wer kennt es nicht? Lamborghini Gallardo. Ein feines Auto. Davon gibt es noch eine ganze Menge mehr. Hinter mir Corvette und so weiter. Wir schauen uns mal für euch ein bisschen um. Was war denn hier heute so geboten? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Man sagt ja immer Tuning-Treffen. Sie haben mehrmals immer Männer dabei. Nein, stimmt nicht. Bei mir ist die Daniela und die kommt vom Big Blocks Team Kiten aus Weißenfels. Daniela, was macht denn das Big Blocks Team? Also das Big Blocks Team macht, wir treffen uns immer mal zu Waschtagen und alles. Und wir machen selber auch Veranstaltungen und treffen uns mit Leuten. Und ja, das ist unsere Crew hier hinten. Okay. Und da treffen wir uns halt immer mal monatlich. Kommt halt immer drauf an, wie jeder Zeit hat, weil wir sind auch alle arbeiten. Und das ist halt unser Hobby, was wir so haben. Und bei uns ist alles Magen offen. Wie oft trefft ihr euch? Es kommt halt, wie gesagt, drauf an, wie die Leute Zeit haben. Einmal im Monat oder zweimal im Monat, kommt halt drauf an. Ne? Auch das Wetter muss ja mitspielen. Bei Regen ist es nicht ganz so praktisch. Und im Winter sicher auch nicht. Nein, im Winter auch nicht. Und die sind ja auch saisonbedingt angemeldet, die Autos. Und wie gesagt, es kommt halt immer drauf an. Sag mal, wie viele Mitglieder habt ihr zurzeit? Also wir haben jetzt zurzeit 24 Mitglieder und es können auch Zuschauer zu unseren Treffen kommen. Also das ist auch erlaubt. Und ja. Und was für ein Auto hat Daniela? Also ich habe mit meinem Mann zusammen den Dodge Challenger, Baujahr 2016. Okay. Ja, das ist noch ein altes Unikat und das habe ich meinem Mann vor 4 Jahren zur Geburtstag geschenkt. Na, da wird er sich gefreut haben. Daniela, vielen Dank. Tolle Sache. Big Blocks, viele Fans noch vom guten alten Verbrennermotor. Elektroauto habe ich noch keins gesehen, aber vielleicht kommt das ja noch. Wir schauen uns weiter um. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Ja, wichtig bei so einem Auto ist natürlich nicht nur eine tolle Felge, wie hier von Rotiform. Die Fachleute wissen, von JP Krämer, das ist dem seine Marke. Also eine tolle Sache, gibt es normalerweise eigentlich gar nicht in Gold, Sven. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe einfach nur das Design, Subaru Impreza in Rallye-Art, das Blau mit dem Gold. Und das ist halt wirklich, da habe ich mich verliebt drin. Und deswegen mussten die schwarzen Felgen, wie sie vorher waren, weichen und in Gold natürlich auffrischen. Weil das einfach die Optik viel schöner macht. Viel mehr Hingucker, da kommen auch viel mehr Leute auf ihn zu. Das ist einfach optisch schöner. Ja, und der Sven ist nämlich ein Spezialist für sowas. Wer sagt, Mensch, der ganz normale Skoda Octavia, der gefällt mir nicht so gut, da kann der Sven helfen. Du bist so ein bisschen Tuning-Experte. Richtig, richtig. Also was jetzt Motor angeht oder halt Felgenfahrwerk, alles ist kein Problem. Man kann da viele Sachen dran machen, auch nie viel so an Kosten, große Kosten kommt da jetzt auch nicht auf ihn zu. Also das hält sich dann immer an Grenzen. Also und du gehörst auch zum Club in Weißenfels. Also wenn man Fragen hat, man kann sich bei euch am Club melden. Danke Sven. Bitte, bitte. Yeah, there's
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Ja, bei mir jetzt der Danny, der kommt aus Magdeburg mit einem Audi A4 Avant und das Ganze sieht sehr schön von der Farbe aus, nämlich zweifarbig. Aber Danny, du hast eine Botschaft mit dem Auto. Du kommst jetzt nicht nur wegen Tuning-Auto hierher gefahren, stellst dich hin, guckst ein bisschen, sondern du hast auch eine Botschaft damit vermittelt. Ja, genau, habe ich. Und zwar ist die Botschaft, Kinder zu schützen, was heutzutage ein ganz wichtiges Thema wird. Gerade was TikTok angeht, Facebook und sonstiges. Ich mache aber auch schon seit 10 Jahren in der Kinderkrebsschiene und Kinderhospiz bin ich unterwegs. Dafür gibt es auch einen Autoclub tatsächlich. Und das ist der erste Tuning-Club, der in Deutschland sehr gemeinnützig geworden ist. Jetzt ist ja so, wenn man so Tuning-Fans trifft und mit ihnen spricht, dann ist natürlich die Vermarktung heute in den sozialen Netzwerken unheimlich wichtig. Man möchte sein Auto zeigen, man möchte mit Gleichgesinnten sich unterhalten. Dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge Influencer. Ich denke an Jean-Pierre Krämer, an Enrico aus Dresden und so weiter. Wie verträgt sich das? Natürlich die Gefahr der sozialen Netzwerke sind alle bekannt, aber wie verträgt sich das, da eine gute Schiene hinzubekommen? Es kommt halt darauf an, wie man diese Schiene fährt. Also es kommt halt darauf an, was gebe ich preis, was ist meine Botschaft dahinter. Wenn ich natürlich die Botschaft vertrete, nur das Tuning, dann ist es halt Tuning und dann kommt halt die Community. Und bei mir ist es halt wirklich verschiedene Community, weil ich halt, wie gesagt, viel mit den Kids mache. Und daher ist auch der Club entstanden und wir haben auch unser Motto, wir haben Tuning unser Hobby, Kinder unsere Zukunft. Und das ist nun mal so. In der heutigen Gesellschaft müssen wir das noch mehr drauf achten. Deswegen auch dieses Save the Childs. Da wir einfach mehr darauf achten müssen. Und das in TikTok zum Beispiel, ich bin in TikTok relativ doll aktiv. Ich muss halt schon darauf achten, was ich mache, was ich und wie ich es mache. Ja, also deswegen diese Schiene, man muss halt gucken, was man macht, gerade in dieser sozialen Welt. Ja, und du hast natürlich auch ganz viel Liebe in dein Auto investiert. Jetzt könnte man sagen, da hat er ganz schön viel rumlackiert, ist aber keine Lackierung, nämlich, was heute ganz toll in ist, eine Folierung. Kannst du kurz dazu noch was sagen? Ja genau, das ist eine Digitalfolierung. Das ist eine bessere, also es wird ja von heutzutage alles besser und die normal, das spiegelt sich halt ab von einer normalen Folierung mit einer Digital, weil das halt ein Eindruck ist. Und ja, da sieht halt anders aus. Ja, das ist ja das Wichtige. Man will sich ja auch absetzen. Letzte Frage, Danny. Wo kann man deinen Verein, deinen Club erreichen, wenn man da Interesse hat, sich noch weiter mit zu beschäftigen? Also grundsätzlich auf Facebook unter Elbemotion oder auch auf TikTok. Man kann sich mit mir in Verbindung setzen. Also ich weiß nicht, also hier an der Seite steht es bei mir drauf. Wer hier ist, kann das auch gerne mir folgen und da kann man sich in Verbindung setzen. Also gute Sache. Werden wir auf jeden Fall bekannt geben, wo man sich mal weiter informieren kann. Toll, dass du hier bist und noch weiterhin viel Spaß hier in Zauberau. Danke. Ja, das war sehr abwechslungsreich heute. Angefangen bei Simson und MZ Mopeds aus den vergangenen Tagen und jetzt hier zum Abschluss auf dem Tuning-Treffen auf dem Autohof in Zaubau an der Autobahn A9. Und Tuning muss nicht, wie wir hier gerade hören, immer V8 und groß und schnell sein. Nein. Auch der gute Fiat Panda eignet sich als Tuning-Objekt. Und wer sagt, Verbrenner und das geht doch nicht, muss man Elektro haben? Natürlich, auch der Tesla kann bereits getuned werden und finde, sieht gar nicht so schlecht aus. Also, für alle was dabei, hier beim Tuning-Treffen. Und war eine ganz interessante Veranstaltung, vor allen Dingen, dass es so viele Tuning-Freunde auch im Burgenlandkreis gibt.